die natürlichen Eigenschaften von Stoffen die Verwendung des Produktions kennen. Die Eigenschaften, meist ausgedrückt in naturwissenschaftlichen Fakten, werden im Laufe der Geschichte irgendwann korrekt erkannt und können dann in neuen Technologien benutzt werden. Im Umkehrschluss kann das Scheitern von Versuchen mit bestimmten Produktionsverfahren dadurch erklärt werden, dass bestimmte, uns heute bekannte als Fakten bekannte Eigenschaften von Stoffen hinter den Rücken der Akteure, der damaligen Akteure wirken. Und so ein bisschen haben wir diese Problematik ja auch schon in den beiden vorangehenden Präsentationen angesprochen. Die zweite Möglichkeit, also zweitens gibt es eine grundsätzlich andere Möglichkeit, auf die Frage zu antworten, wie Stoffe zu kritischen Rohstoffen wurden, nämlich als Ergebnis kultureller Konstruktion. In dieser Perspektive ist entscheidend, wie Stoffe wahrgenommen werden und wie Vorstellungen entstehen, wie diese Stoffe zu nutzen. Keine Blockade, Kalksteinblockade oder so, also ökonomisch. Es ist tatsächlich keine Frage dann umweltgeschichtlich. Da müssen wir oft sagen, ja, wo ist da jetzt die umweltgeschichtliche Relevanz? Also ist das der Landschaftsverbrauch durch die Steinbrüche oder sind das irgendwie die Emissionen, die da irgendwie entstanden, oder ist das, ist es vielleicht sozialhistorisch interessant, weil die Arbeitsbedingungen in den Steinbrüchen besonders schlimm oder besonders gut waren oder so. Aber also sozusagen so ist es irgendwie, abgesehen davon, dass man das Zeug braucht, man Ziegelsteine oder so braucht man auch für den Bau des Hochofens und so. Oder irgendwie, man muss diese kleinen Wagen da oben herstellen und so, die sind auch praktisch enorm wichtig. Aber wo ist jetzt die Relevanz tatsächlich von diesem Kalkstein, abgesehen davon, dass man es wirklich verwendet hat, aber wenn es vollkommen unproblematisch war? Sie haben völlig recht, also die Relevanz ist eben tatsächlich nicht in den ökonomischen, sondern in den sozialen Implikationen da zu suchen, sondern dass sie diese Praktiken der Eisenerzverhüttung, also das, was da passiert, dieser ganze Prozess kann ohne dieses Gestein nicht stattfinden. Sie haben insofern recht, das ist ein bisschen ein Teil der Definition von kritischen Rohstoffen, die ich geschlabbert habe, einfach aus unter Zeit. Zu der Definition gehört auch, dass diese Rohstoffe nicht substituierbar sind. Da ist dann der Unterschied zum Beispiel zu den Ziegelsteinen oder den Waren. Ja, das ist keine Notwendigkeit zur Substitution besteht. Nee, ja gut, aber das ist jenseits meiner Frage. Also ob das notwendig ist, zu substituieren oder nicht, ist mir erstmal egal. Also, mich interessiert einfach nur, wie kommt dieser Stoff in diesen Prozess rein und wieso spielt er da so eine zentrale Funktion und ist auch, ist dann auch nicht mehr substituierbar. Das heißt, diese Praktik, also das ist so ein bisschen ein Problem der Praxistheorie, also kann ich schon vorwegnehmen, dass sie sehr schwer tut mit kausalen Erklärungen. Ne? Also sie kann also sehr gut darin, Zustände zu beschreiben, Prozesse zu beschreiben. Zu kausalen Beziehungen wird es dann immer ein bisschen schwieriger und da habe ich auch jetzt wirklich nicht viel zu gesagt. Aber wenn Sie einfach diese Situation 1846 auf diesem Hüttenwerk nehmen, dann müssen wir einfach konstatieren, dass das ohne diesen Rohstoff, der auch dann nicht substituierbar ist im Moment, diese ganze Praktik der Vergütung, eben eine der ganz zentralen gesellschaftlichen, gesellschaftliche Entwicklung ja auch ermöglicht im 19. Jahrhundert. Das ist ja wirklich einer der Treiber auch gesellschaftlicher Entwicklung, die Produktionsketten, die da dranhängen, dass das so nicht